Hallo und grüß euch. Heute bin ich zu Besuch bei einer Kollegin, die hat kleine Cocker Spaniel. Das sind englische Cocker Spaniel, weil es gibt über 10 verschiedene. Und die hat es da in der Farbe schwarz bzw. Black Tan, nennt man das, und rot. In meinen Videos erzähle ich oft, dass sie die Farbe verändert und bringe immer das Beispiel, ein Küken ist gelb, ein erwachsener Hähne ist weiß oder braun. Die Farbe verändert sich schon, aber natürlich wird aus schwarz nicht weiß und aus rot wird nicht grün. Aber die Intensität der Farbe zirkt immer schon ein bisschen nach. Speziell bei den roten, die sind am Anfang so beige und werden später intensiv kognakrotfärbig. Zum Vergleich, was Farbe und Typ angeht, haben wir euch da jetzt einen Jungen dazu gesetzt von der Züchterin. Der ist 3 Monate alt und da sieht man natürlich, wie schön die Farbe wird und wie typisch da der Spaniel schon ausschaut. Bei meiner persönlichen Einschätzung nach ist ein Cocker Spaniel mit 12 Wochen immer wunderschön, schaut schon ganz rassetypisch aus und ist wirklich klassischer wie ein erwachsener Hund, nur etwas kleiner halt. Bubu! Ja, so braver! Und was wichtig ist für junge Hunde, die Verträglichkeit im Rudel mit Jung und Alt, das muss immer funktionieren. Jetzt haben wir die Mutterhündin eingelassen zu den Kleinen. Und jetzt mag sich der eine oder andere wundern, weil die jetzt knurrig ist. Die ist natürlich nicht böse zu ihren Jungen. Aber Welpen in der 6. Woche, speziell ein großer Wurf, sind für die Hündin schon so anstrengend, dass die schon richtig angefressen ist und es da hat, die Hunde von sich zu entfernen, dass die flügge werden und selbstständig sind. Damit wir es nicht ganz traktieren, lassen wir es wieder außer, weil die Hündin hat keine Milch mehr in der 6. Woche. Die Welpen müssen schon selber fressen. Das Batzi-Milch, was da ist, das wird einmal, zweimal am Tag ausgeteilt. So, jetzt haben wir die Hündin befreit von ihren Qualen und schon ist sie wesentlich entspannter. Ist natürlich eine absolut gutmütige, brave Hündin, aber wenn sie euch vorstellt, sie hätte selber 10 Kinder zum Versorgen, dann kann es euch genauso. Da ist auch noch eine Tante vor die Kleinen. Und jetzt schauen wir die Babys wieder ein bisschen zu. Manchmal glauben ja die Leute, sie lassen die Welpen ein bisschen länger beim Züchter, dass Stuben rein sind und so. Aber da muss ich gleich sagen, das ist falsch gedacht. Die Hunde versammeln da was. Das ist so, als würden die Kinder nicht in die Schule gehen dürfen. Weil für die Gehirnentwicklung und für die Wesensentwicklung ist ganz wichtig, dass der Hund sich ans neue Zuhause gewöhnt und nicht an Züchter, weil da geht es ihm eh nicht schlecht. Aber jedes neue Abenteuer und jedes Erlebnis prägt natürlich das Gehirn und die entsprechende Entwicklung. Und so werden als kleine Hund, gute Hund, die sozialisiert sind und die mit einer neuen Welt und mit dem neuen Zuhause super gut zurechtkommen. Dass da schon alles sie kennen, ist eh ganz klar. Und zum Filmen tun wir es gerne da in unser Welpengehege rein, weil wenn wir die 10 Mausis da in dem riesigen Garten laufen lassen, sieht man genau gar nichts, außer mal einen Schwarf vorbeiflitzen oder ein paar wackelnde Ohren. Und damit es jetzt auch sieht, es sind nicht so mir die Brüder. Mäuse! Wenn die Züchterin schreit, ist natürlich da sofort Halligalli. Mäuselein! Aber es hat halt 30 Grad, da muss man es schon verstehen. Wir gehen jetzt auch in Schotten und auch die Hunde legen sie lieber wieder in Schotten zurück. Völlig klar. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Das war der kleine Cocker Spaniel Bericht. Einige Familien waren ja schon da zum Aussuchen und die, die noch nicht da waren, beeilt euch, damit die putzigsten Schnuckelchens nicht erwischt. Baba, bis zum nächsten Mal.